zur Familie oder so. Aber er wollte uns nicht sagen, wen. Als wir gefragt haben. Ich weiß auch wieder seinen Namen, es ist mir wieder eingefallen. Ja, hör raus. Ich meinte mit Anfangsbuchstabe C und gerade mir eingefallen ist durch Brainstorming Charles Luciano. Charles Buciano. No, Luciano. Luciano. Ja, wir sind Italiener, jo. Luciano, ich weiß nicht. So, und er hat gesagt, der ist undercover gerade unterwegs. Er hat gesagt, normalerweise er trägt sowas nicht, hat er gesagt. Da. Und dann wir dachten, er ist Polizei, weil er hat gesagt, der ist undercover for PD. Und dann er hat gesagt, no, er hasst die Polizei und er möchte die auch töten. Mich wundert, da waren diese Vagos und er und da waren ganz viele komische Leute auch noch. Deswegen, ich glaube, die gehören zu diese andere Vagos da mit Kokain und Rota, weißt du? Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht genau. Jo, hab den Namen aufgeschrieben. Charles Luciano. Okay. Ich hatte dieses schwarze, wir wollten schwarze wirklich Dings. Keinen Ärger. Können wir jetzt gehen? Jo, gib mir mal deinen Ausweis. Und du auch. Ich habe gezeigt. Okay, wir haben ihn schon warte. Gegeben. Jo, ich aber... Nochmal. Ich gebe nochmal. Ja. Hier. Hast du? Dimitrievs Lauf. Kann dir auch geben nochmal. Hier. Heilige Scheiße, Junge, ey. Fuck, Mann. Wir können dich auf so eine Scheiße einlassen, ne? Check dir das? Ich habe nur Probleme. Wir wollten nicht, er ist zu uns gekommen. Ich direkt eine verdammte Kugel verpasst hab da vorne. Ich habe nur... Im Karren von meinem Bruder rumgefahren seid, yo. Ja, ist alles nur Missverständnis. Wir haben nur Panik gehabt und wir sind noch schneller gefahren, weil ich hab geschossen. So recht. Ihr wisst, wir sind nicht so wie ihr. Wir haben normale Leben und wir haben Angst, wenn jemand schießt, weißt du? Hast du irgendwas vergessen, was noch in deiner Tasche ist? Nein. Ich rede nicht mit dir. Ich habe ihm alles gegeben. Alles, ihr beide. Ich habe ihm alles gegeben, ich schwöre, ich habe ihm alles gegeben. Okay, Bruder, wir machen die Taktik. Hast du genug dabei? Was dabei? Oh, warum, du hast ihm nicht alles gegeben? Ich hab ihn gemerkt, Idiot. Ich habe ihm alles gegeben, ich habe nur den Verbandskasten. Komm, wir spielen hier Spielchen mit uns. No, ich habe nur den Verbandskasten. Wir machen das mal woanders. Steigt mal in die Karre ein. Steigt mal in die Karre ein. Okay. Wir machen mal ein ganz ein bisschen entspanntere Szene. Warte, was fehlt? Was fehlt? Kann ich nicht gehen? Ich glaube wirklich, mir geht's auch nicht mehr gut. Was fehlt? Ihr steigt beide ein, ich wiederhole mich nicht. Ich muss pinkeln auch. Jo, verdammte Scheiße, das hältst du jetzt an. Ich wollte gerade ins Bett machen, jetzt passiert so eine Scheiße. Was fehlt? Es fehlt nichts. Ich habe wirklich schlecht, Leert. Ich habe nur einen Verbandskasten dabei. Den habe ich von ihm bekommen in diese Shop, weil ich geblutet habe. Jungs, jetzt haltet mal die Fresse. Macht hier irgendjemand irgendwelche Mucken? Hat er sofort eine Kugel im Kopf. Wenn ihr weiter kooperiert, passiert euch wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich. Ich möchte nicht sterben. Der Punkt ist, wir können dem nicht. Moin, Kalkedo. Wir machen alles, was. Jungs, was habe ich gesagt? Haltet mal eure Fresse. Okay. Also, für Leute wie euch haben wir einen ganz speziellen Ort. Der Punkt ist die Frage, ich weiß halt nicht genau, was wir machen. Werden wir jetzt sehen. Hängt auch stark von euch ab, sage ich euch ganz ehrlich. Ihr habt die ganze Scheiße miterlebt. Ihr habt gesehen, wie er reagiert hat, yo. Warum das so eskaliert ist, scheiße. Ich habe ihm auf die Fresse gehauen, weil er die N-Bombe getroppt hat. Das ist auch vollkommen okay. Ihr sollt die Klappe halten. Korrekt. Aber wir wollen nicht sterben, bitte. Ihr sollt die Klappe halten. Aussteigen. Also, was ist dein Kollege? Bitte nicht umbringen, wir machen alles. Es labert mich jetzt nicht voll. Steigt mal, geht mal hier rein erstmal. Oh, bitte nicht umbringen. Scheiße, ich habe Kinder. Ja, wie alt sind die denn? 3 und 6.
Ja, geh da rein. Geh rein? Oh, kann man hier? Sekunde. Bratan, oh. Mach was er sagt. Ich wusste nicht, so, Entschuldigung. Muss ich auch da reingehen? Was glaubst du denn, Mann? Aber... Hörst du das? Was ich... Bitte ach, nicht tot, bitte, wir haben wirklich, wir wollten keinen Stress geradeaus machen. Geradeaus laufen. Wir wollten das nicht. Geradeaus laufen. Wir haben euch doch gegeben, Auto. Stolpert nicht. Ich wusste, wird schlecht der Tag. Ich habe nur Probleme gehabt. Ich habe nur nichts getan. Ich kann echt nichts dafür. Darum, es wird ihnen auch nichts passieren. Ich wollte nur neu anfangen und jetzt wir stehen hier und müssen brennen. Und wir sind noch halbe Stunde vor. Könnt ihr uns lieber schießen? Haltet doch endlich die Klappe. Ich möchte nicht brennen. Bleibt mal hier stehen. Beide. Okay. Also. Wisst ihr, was das Problem ist? Ihr wart scheiße Zeugen. Ihr habt das gesehen und ihr könnt nicht helfen. Ihr habt den Namen gesagt. Ich weiß nicht, was ich mit euch machen soll. Wir haben total kopiert. Ich schwöre bei mir. Wir haben alles gesagt, was ihr wissen wolltet. Wir haben alles gesagt. Ich weiß nichts mehr. Er ist auch kein Freund von uns. Wir haben wirklich eine Nummer. Ich schwöre, er ist kein Freund von uns. Ich konnte gucken, wir haben seine Nummer nicht. Und ich habe gesagt, wo Auto. Ehrlich. Wir haben gesagt alles. Und er hatte eine Freundin, die ist dann noch weggefahren, schlafen. Und die hatte einen Geländewagen. Den ist sie gefahren, der war weiß. Und er hat gesagt, das ist eine Freundin. Und deswegen, er hat gestochen. Jo, nicht so viel auf einmal, Alter. Jo, du da links, gib mir mal deine Mütze. Hat er mir geschenkt. Ich kann geben. Wir haben ehrlich alles gesagt. Wir haben alles gesagt. Ich möchte nicht, es ist so endet. Ehrlich nicht. Gib mir jetzt deine scheiß Mütze. Ja, ich hab okay, also, jetzt guck mal genau, was mit dieser Mütze passiert, wenn ich die da reinschmeiß. Ach du Scheiße. Bitte. Wir haben alles gesagt, Lich. Wir Alter, wissen da nichts. Unten. Und ich will da unten echt nicht landen. Ehrlich. Bitte lieber erschießen. Bitte. Jetzt haltet kurz die Fresse. Ich komme sofort wieder. Bleibt stehen. Scheiße, ihr steht hier wie die Engel von Charlie, Alter. Was soll ich sagen? Jo, die wissen nichts, Alter. Die haben keine Ahnung. Scheiße. Jo, korrekt. Die haben uns den Namen gesagt, die haben alles gesagt. Die können nichts dafür. Die sind kooperativ. Ja. Wenn jemand will, darf dem jemand eine reinhauen. Ich mach das nicht. Ja, dem anderen hau ich eine rein, aber nicht nur einem. Der hat mich jetzt Fotze beleidigt. Einer von denen? Nein. Ach so. Wollte gerade sagen. Die waren am falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Ja, vielleicht schmeißt Kisha sie auch rein. Ich will eure Kohle nicht. Aber der Ort ist cool. Jo, den haben wir vorhin gesagt bekommen. Das bleibt auch unter uns. Komplett. Ja, klar. Aber ich glaube, die haben hier ordentlich vermittelt bekommen. Mhm. Du. Tritt vor. Okay. Ey. Scheiße. Wir können euch noch 4000 Euro geben. Dollar, Entschuldigung. Aus ATM. Ja, das geht nicht um Geld. Aber wir können euch geben. Wir haben noch ein bisschen Geld auf Bank. Nein. Privat. Sehr still. Nimm die Hände runter. Okay. Ich will nur überleben. Ehrlich, ich habe euch alles gesagt. Ich habe total Angst. Lasst dir das eine Lehre sein. Beim nächsten Mal wird das. Aua, fuck, meine das Nase. Das Mindeste sein, was du kriegst. Okay. Dann landest du ganz sicher da unten. Trey und die Ladies. Ich mache nie wieder. Wartet hier. Okay. Ja, ich denke, wir lassen sie einfach hier. Tablet und so ein Zeug wieder vorne. Scheiß drauf. Ja, auf jeden Fall. Zwei Minuten nachkommen.
Wir haben denen das Tablet und das Handy gar nicht genommen, glaube ich. Ja, lassen wir die Annie einfach. Sagt ja. Annie sagt ja, okay. Ja. Was hast du gesagt, Shanti? Ja, lassen wir die einfach wieder stellen. Ja, auf jeden. Wir bringen die noch ein bisschen weiter. Da gibt's noch eine andere coole Stelle. Da stellen wir sie hoch. Ich zeig's euch. Nö. Lass sie doch einfach hier. Ja, lass sie da stehen. Ich hab keinen Bock mehr auf die. Die nerven mir grad. Gut, alles da. Jo, dann geht schon vor. Geht schon vor. Vielleicht ist Ende. Auf jeden Fall. Okay, also. Also. Ich meine, was ihr abkriegt, habt ihr gerade gespürt. Zumindest der eine Kollege. Ich denke, ihr rafft relativ deutlich, wie nah ihr hier gerade vorbeigeht an eurem Scheißleben. Wenn ihr das nächste Mal so eine Aktion miterlebt, scheiße. Merkt euch, wie der Typ heißt, beziehungsweise seid nicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Lasst euch das eine Lehre sein. Wir werden euch nicht umbringen. Bleibt hier noch ein bisschen. Danke sehr. Wir können dir 4000 Dollar restieren. Nein, ich will kein scheiß Geld, Alter. Okay. Geld ist nicht interessant. Habt ihr die Telefonnummer? Nein, ich schwöre, wir haben nicht. Handy entsperren. Ich hab doch unsere Handys, ihr könnt entsperren mit Fingerabdruck, ihr könnt gucken, wir haben Nummer nicht. Ich habe nur einen Freund neben mir hier drin. Nein, ist okay. Also, wie gesagt, passt auf euch auf. Wenn ihr ihn findet und mir die Nummer unter den Namen gebt, dann ist das Ganze. Ich rufe ihn an, wenn du mir deine Nummer gibst. Also, nein, ich gebe dir nicht die Nummer. Du wirst uns finden. Fahr einfach durch die Hoods, bis du die unsere Hood findest. Wirst du schon finden. Okay, mach ich. Okay, also, wartet noch 5 Minuten, wenn ihr die Cops anruft. Jo. Ich glaube, ich muss euch nicht drohen hier. Nein, wir niemals rufen die Cops. Gut. Selbst wenn ich dafür drauf gehe. Dann peace. Peace. Soll doch der Merle noch ein bisschen Spaß haben. Ah, letzten Endes, das sind Anfänger. Die können wir gar nicht töten. Außer macht's RP-mäßig überhaupt gar keinen Sinn, die zu töten. Gar keinen Sinn. Die haben vollkommen kooperiert die ganze Zeit. Totaler Bullshit. Jo, leg ihnen das Tablet und die ganze Scheiße irgendwo hier in den Sand. Können sie danach buddeln. Jo, euer Tablet und das Handy liegt irgendwo im Sand begraben. Könnt ihr in 5 Minuten anfangen zu buddeln. Und? Was aus ihm geworden? Ja, auf jeden Bock, auf jeden. Wir haben es nicht schlecht gemacht. Wir haben die Scheiße reingeschoben. Jo, ganz ehrlich, die standen in falschen Zeit im falschen Ort, Alter. Hab ich dir doch gesagt, ey. Ja, aber dreimal. Verdammt, so nichts zu gebrauchen. Waren das die von vorhin, oder was? Das war dieser verdammte Rebel an der Garage, Mann. Alter, laber nicht. Na klar. Die Typen, die irgendwie die Vagos verärgert haben. Ja? Jo, wo sind denn jetzt die Ladies hin? Ja, die sind schon vorgefahren, die Hood, deine Karre abschließen. Okay. Wie geht's dir, Mann, Alter? Was, Alter. Hast du eine Kugel gefangen oder was, Alter? Jo, pass auf. Hey, warte. Sollen wir vielleicht warten? Ob die nicht daherkommt? Was habt ihr ihnen denn gesagt? Ja, die haben die Nummer nicht, ne? Ich glaube nicht, dass die Nummer haben. Aber wenn, selbst wenn, wir werden den sowieso finden, früher oder später. Ja, stimmt. Oh, wir haben jetzt Typ mit so einem Maul. Alter, ihr habt ja keine Ahnung. Ich erkenne den Typen. Nicht nur du, Mann. Den vorhin auch gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn gehört. Der Punkt ist folgendes. Jo, es war eine einfache Diskussion. Weißt du, es war ein einfaches Gespräch. Das ist so schnell. Ich habe die eine Bombe getroppt, jo, ich habe ihm eine reingehauen. Er ist ein Stück weiter gelaufen und hat. Er hat die N-Bombe gedroppt. Natürlich, Alter. Denkst du, ich hau dem einfach so eine rein? Was ein Motherfucker, ey. Auf jeden, Alter. Na, ich meine, was machst du denn, Bruder? Da rechts. Ja. Auf jeden Fall, er hat die N-Bombe gedroppt, ich habe ihm eine reingehauen. Ich habe ihm sogar zwei reingehauen, glaube ich. Aber scheiße, ich prügel den doch nicht ohnmächtig, Mann. Und hab gedacht, das reicht ihm. Er ist halt weggehechtet, jo, hat angefangen zu ballern. Dann hab ich mich hinter so einem Auto versteckt.
Hatte auch die Knarre draußen und hab mir gedacht, yo, ich fährt doch jetzt nicht wegen so einer Scheiße. Die Diskussion ging darüber, dass er gesagt hat, yo, der ist doch eh zu stoned, um zu antworten. Scheiße, Alter. Und dann hab ich ihn halt gefragt, was denn mit ihm los ist. Hab ihn halt dumm angemacht. Ja, auf jeden, Alter. Und dann ist das halt ein bisschen eskaliert in ziemlich schneller Zeit, yo. Weißt du, der Punkt ist, ich denke immer, man kann mit den Leuten reden. Aber scheiße, Alter. Okay. Nachdem er auf mich gefeuert hat, yo, hat er irgendwann dann sein Messer ausgepackt, beziehungsweise er hat mich gefragt, ob ich noch stand. Alter, keine Ahnung, es war das ein bisschen komisch. Aber ja, wenn jemand auf mich schießt, scheiße, Alter, ich war mit Shanti zusammen, der ist auf die Straße gerannt, Richtung unserer Hood, der hätte keine Chance gehabt. Aber fuck, ich will doch die Leute nicht umbringen wegen so einem dummen Spruch, Mann. Fuck, was ist denn mit ihm los? Scheiße, ne. Ich fahr doch mal rein. Mal kurz. Hier noch der Pounder steht vielleicht. Kann ich noch holen. Jetzt gerade Happy Hour, habe ich gehört. Ja, kannst du fahren? Jo, aber wie fandest du den Ort? Ich fand, der war eigentlich ganz nice. Alter, mega nice. Fast zu schade für die zwei, ey. Die haben ja. Jo, auf jeden, wir haben sie auch leid getan, scheiße, weil sie. Ich glaube echt, dass die nichts wussten. Und selbst wenn sie was wussten, fuck it, Alter. Ja, Knut, was geht? Lass mal. Ja, oder er heißt Gerd, Mann. Knut, sagt er. Ja, dass wir zu so einer Location gehen mit so Typen, selten, dass wir die umbringen, eigentlich ganz selten. Zacken die halt ein. Was? Noch ein Sandking? Ja, ja. The fuck? Ja, von Lamar oder was? Keine Ahnung. Jo, ich hab so viele Karren mittlerweile, ich bin gar nicht. Gib mir mal die Schlüssel von dem Bauer, ne? Auf jeden. Kriegst du gleich alle Schlüssel, weil ich geh jetzt mal pennen, ey. Ich wollte gerade ins Bett, Mann, und dann krieg ich einen Anruf, ey, dass du hier niedergeschossen wurdest, Bruder. Fuck, ey. Jo, niedergesteppt, Alter. Scheiße. Das. Jo, ich weiß nicht. Ja, ich finde trotzdem nicht. Ja, ja. Ich hätte. Keine Ahnung, jemanden direkt deswegen umzuhauen. Hm. RP-mäßig jetzt gar nicht so die. Ich hab einen mal umgehauen, ja, aber das gab eine Story dazu, ne? Das war tief, das war eine richtige RP-Story. Und nicht irgendwie so. Ich hatte es vorhin, wie gesagt, mit meinem Bruder ziemlich. Ja, wie soll ich sagen? Detailliert über das Thema, dass zum Beispiel, wie soll man das denn RP-mäßig verpacken, wenn hier einer 9 Kugeln abkriegt. Wenn jemand 12 Kugeln abkriegt. Und dann bei der nächsten Schießerei wieder 12. Hä? Das ist halt so ein bisschen, ja. Ja. Ups. Hallo. Jo, schau mal in dein Stallion rein, aber. Keine Ahnung, vielleicht weißt du noch ungefähr, was drin war. Keine Ahnung, ich hab ja keinen Überblick. Also, es war auch nur eine Ausrede, um die irgendwie einzupacken, um ehrlich zu sein. Jo, scheiße, Alter. War das meine Schuld oder hätten wir ihn einfach umballern sollen, jo? Ja, ist verrückt, mit den umballern sollen. Eigentlich hätten wir es tun sollen, oder? Jo, kann sein.